Ja, und ab dem 9. Februar, da wird es auf dem Eis so richtig heiß zur Sache gehen, denn da startet das Olympische Eishockey-Turnier der Männer. Und es freut mich ganz besonders, dass ich einen echten Eishockey-Experten zugeschaltet habe, nämlich Dieter Kalt. Schönen guten Abend, Dieter, hallo. Danke für die Einladung, freut mich hier zu sein. Dieter, bevor wir kurz auf die aktuelle Eishockey-Situation und auf die Winterspiele zu sprechen kommen, was machst du jetzt eigentlich aktuell nach deiner aktiven Laufbahn? Nach meiner aktiven Laufbahn war ich ja im Trainergeschäft tätig und dann als Manager vom ECKAC zum Schluss und seit 2018 übersetze ich das, was ich eigentlich in 40 Jahren meines Lebens im Sport gelernt habe, in den verschiedensten Rollen, ins Businessleben, Leadership-Coach und Mindset-Coach und Begleiter für Leute, die Unternehmen führen, die Unternehmenskultur ändern wollen oder Leute in Führungsrollen. Das ist das eine, hat mich immer sehr interessiert, das zu machen. Aber aktuelles Herzensprojekt ist auf alle Fälle das Future Stars Mentoring. Da gibt es den Future Stars Mentoring Club. Das ist eigentlich das, was ich der Jugend mitgeben will. Ich war selber mal der Bub und das passt so gut zum heutigen Thema mit Olympischen Spielen. Ich war dieser junge Mann, der einen großen Traum gehabt hat und der sein ganzes Leben auf dieser Leidenschaft aufgebaut hat. Und was alles dazu gezählt hat, um diesen Traum zu erfüllen, die ganzen Siege, die Niederlagen, die ganzen Learnings, die versuche ich weiterzugeben der nächsten Generation. Von Sportlerinnen, von Sportlern, aber auch von Jugendlichen aus den verschiedensten Lebensbereichen. Weil das ist das, was momentan natürlich brandaktuell ist. Die Jugend steckt in einer riesigen Krise und jetzt ist die Zeit von Menschen wie mir, die diesen Weg, diese Träume verfolgen, schon vor ihnen gegangen sind, weiterzugeben, um zu inspirieren, um zu motivieren, aber auch um ein Werkzeug in die Hand zu geben, was man selber beeinflussen kann. Ja, klingt alles sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr spannend. Blicken wir doch auf das Eishockey-Turnier in Peking am 9. Februar. Geht's los bei den Männern. Wie blickst du auf das Eishockey-Turnier? Ja, also wenn es um Olympische Spiele geht, dann geht mir das Herz auf. Das war der Grund, warum ich eine so lange und erfolgreiche Karriere erleben durfte mit meinen Freunden, weil ich für Österreich spielen durfte. Bei Weltmeisterschaften, weil ich die Chance bekommen habe, weil mir das Vertrauen geschenkt wurde und weil ich bei Olympischen Spielen antreten durfte. Da bist du im internationalen Blickfeld, da bist du vor allem da, was für mich Olympische Spiele ausmachen. Du bist endlich mit anderen Sportlern zusammen, aus den verschiedensten Ländern. Du siehst sie in ihren Routinen, du hast das Feeling, und da geht es allen gleich, sind alle wie kleine Kinder. Wenn du das erste Mal dort bist, dann hast du große Augen. Es ist sehr schwierig zu fokussieren, sehr schwierig auf den Punkt an diese Leistung abzuliefern. Vielleicht auch der Grund, warum sich viele Sportler hermetisch so abriegeln, um unsere Skifahrer zum Beispiel, weil das so ein riesen Moment in der Karriere ist, ein olympisches Gold zum Beispiel im Skifahren für Österreich zu gewinnen, dass man dann eigentlich vom ganzen Rest des olympischen Flairs ausgeschlossen ist. Für mich war das aber das Größte, im olympischen Dorf zu sein, Teil dieser großen Gemeinschaft zu sein. Es heißt ja, dabei sein ist alles grundsätzlich. Es ist inzwischen natürlich sehr viel auch zum Business geworden, aber die meisten Sportler, die einmal dort waren, die wollen einfach einmal ins Stadion einlaufen und einmal auch andere sehen, kennenlernen. Das macht's aus. Ja, du warst ja selbst bei drei Olympischen Winterspielen, nämlich 94 in Lillehammer, 98 in Nagano und 2002 in Salt Lake City. Was waren so deine Eindrücke, deine schönsten Momente, die du erlebt hast? Das würde den Rahmen dieses Interviews sprengen, weil ich kann mich an viele Momente wirklich sehr lebhaft erinnern. Das waren aber auch viele Momente, die mit dem rein Sportlichen gar nicht so viel zu tun gehabt haben, weil es da so viel mit Lebenserfahrung sammeln zu tun gehabt hat. Verschiedene Kulturen kennenzulernen. Lillehammer, dieses Familiäre im Schnee, diese Kälte, dieses, wo Familien am Straßenrand stehen oder im Wald sitzen und campen und grillen, währenddem das olympische Rennen im Skilanglauf zum Beispiel vorbeigeht. Und du hast so kurze Wege gehabt. Wir haben die Freestyler angeschaut, wir haben die Bobfahrer angeschaut, wir haben die Eisschnellläufer angeschaut. Japan war wieder ein ganz eigenes Erlebnis, eine ganz eigene Kultur, ganz andere Wege, ganz andere Entfernungen, irrsinnig interessant. Und Salt Lake City, das war ja kurz nach den verheerenden Anschlägen in New York, an die wir uns ja alle noch mit Grauen erinnern. Und das war wie ein Hochsicherheitstrakt. Und da ist das olympische Turnier oder die Olympia-Veranstaltung an sich zu etwas geworden, was ich nie mehr vergessen werde, weil wir waren dermaßen schwer bewacht mit Scharfschützen auf den Dächern vorm Einlauf ins Stadion und so. Da waren so viele Sicherheitsvorkehrungen. Und trotzdem war so eine Herzlichkeit der Bevölkerung und von den Zuschauern, das war einfach unglaublich. Also jedes Turnier hat was ganz Besonderes für mich persönlich gehabt.
98 und 2002, da waren ja noch die Superstars aus der NHL dabei, die Creme de la Creme. Das war 2018 in Pyeongchang anders. Dieses Mal werden auch die besten Eishockeyspieler der Welt aus der National Hockey League fehlen. Wie sehr wird das die Qualität auch des Turniers beeinflussen? Ja, die Besten sind die Besten. Das ist einmal ganz klar. Aber die Luft da oben ist dermaßen dünn. Es gibt so viel ausgezeichnete Sportler, Athletinnen und Athleten auf der ganzen Welt, auch im Eishockey, dass der Zuschauer keinen Unterschied merken wird. Die Qualität wird einfach irrsinnig hoch sein, weil jedes Land schickt dann trotzdem die Besten. Und Kanada zum Beispiel könnte 3, 4, 5 Nationalteams stellen, die alle ähnliche Qualität hätten. Ich glaube, das ist eine Entscheidung gewesen, die auf anderen Ebenen gefällt wird, nicht unbedingt zum Wohle des Sports. Natürlich will jeder die großen Stars dann live bei so einem Turnier sehen. Man darf nicht vergessen, die großen Stars sind auch nur Menschen, die sich auf olympische Turniere freuen, weil das auch Erlebnisse sind. Die wollen auch andere kennenlernen, in Kontakt haben und zeigen, was sie können auf dieser Bühne, weil das ist nicht einfach. Das ist außerhalb des Liga-Alltags, das ist außerhalb eines normalen Ablaufes. Zu einem Olympiaturnier zu kommen und dann die Leistung zu bringen, das hängt von so vielen Faktoren ab. Und wir haben ja ganz spezielle Zeiten mit Corona-Zeiten und den Testungen und den Viruserkrankungen, den positiven Fällen, die beeinflussen natürlich auch die Psyche der Leute, die dort auch die 4 Jahre lang dahin trainiert haben, sehr stark. Ja, du hast Corona schon angesprochen. Das wird natürlich auch irgendwo ein großes Thema sein, auch während der Olympischen Winterspiele. Wie sehr wird denn Corona auch das Eishockey-Turnier beeinflussen? Ich bin jetzt nicht ganz nah dabei gewesen bei diesen Abläufen der letzten Turniere, aber ich habe viel Kontakt mit den Spielern gehabt und die haben natürlich schon erzählt, wie es ist, in so einer Bubble zu leben. Und das ist jetzt alles andere als lustig, aber der Fokus ist natürlich komplett auf der Leistung und auf dem Turnier. Ich hoffe, dass es so ablaufen kann, dass relativ befreit die beste Leistung abgerufen werden kann, egal von welcher Mannschaft. Ich hoffe, dass die Schlagzeilen ausbleiben, dass viele Spieler das Turnier nicht oder nur vom Fernseher mitverfolgen können. 2018 haben die Deutschen für ein Eishockey-Wunder gesorgt. In Pyeongchang sind bis ins Finale gekommen, da nur denkbar knapp an der olympischen Auswahl von Russland gescheitert. Traust du den Deutschen ein ähnliches Eishockey-Wunder zu oder passiert das einfach nur alle 30 Jahre? Ich sehe das überhaupt nicht als Wunder. Es ist die Luft extrem dünn geworden. Es wird in jedem Land der Welt wird auf einem höheren Niveau gearbeitet, als es noch vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. Und die Deutschen haben schon bei mehreren Gelegenheiten bewiesen, was alles innen steckt. Genauso wie die Schweizer, wie auch die Österreicher in manchen Fällen. Es ist nur die Häufigkeit, sowas abrufen zu können, vor allem auch während einem Turnier, was von so vielen Faktoren beeinflusst wird, ist dann die Frage, wie oft das möglich ist. Aber die Deutschen haben eines gelernt. Sie haben hineingeschnuppert, was es heißt, um eine olympische Goldmedaille zu spielen. Das ist etwas, was im Kopf sich vor allem abspielt. Dieses Gefühl, wirklich gewinnen zu können, das ist etwas, was für immer jetzt bei den Deutschen sein wird, was andere Länder auch schon, andere Spieler, die Schweizer, die gehen hin, um zu gewinnen, weil sie wissen, dass sie es können. Sie sind genauso schnell, genauso stark wie die Kanadier, die Russen, die Tschechen oder die Schweden. Und das muss noch in die Köpfe der Österreicher rein. Ich glaube, je mehr dann in Nordamerika junge Spieler ihr Glück versuchen, sich durchsetzen, so wie es jetzt zum Beispiel der Marco Rossi tut und einige andere Beispiele, oder in Schweden wie der Marco Kasper, das ist etwas, was Selbstvertrauen baut in Österreich. Wenn die schaffen, dann schaffen es wir auch. Und das am nächsten Level kann dann auch Ergebnisse bei Olympischen Spielen bringen. Für Diskussionen sorgt ja auch das chinesische Nationalteam. Das ist ja, ohne jetzt respektlos wirken zu wollen, aber doch ein bunt zusammengewürfelter Haufen mit 16 Nordamerikanern und einem eingebürgerten Russen. Was sagst du dazu? Also ich sehe es von ein bisschen einer anderen Perspektive. Woher sollen sie es denn haben, wenn sie nicht diese Tradition haben in diesem Sport? Aber es sind jetzt große Bemühungen, diesen Sport auch in China populär zu machen, was natürlich ein riesiger Markt ist. Einerseits, der Sport ist sowieso super, was werde ich schon anderes sagen, es ist Weltklasse, ist ganz klar. Aber irgendwo müssen sie anfangen. Und wenn wir uns zurückerinnern, was in Österreich war, zu meiner Zeit, 1994 in Lillehammer, wie viele Austro-Kanadier, eingebürgerte Kanadier haben bei uns das Nationalteam unterstützt, um den Sprung in die A-Gruppe zu schaffen. Dann haben wir es dort etabliert und über die Jahre ist das Niveau der Österreicher in der Nachwuchsarbeit, in der Denkweise gestiegen und es wird nicht mehr lang dauern, da werden wir diese Unterstützung von außen nicht mehr brauchen. Das Gleiche sehe ich jetzt in China. Also ich sehe das überhaupt nicht negativ. Die Chinesen haben bewiesen, was sie auf die Beine stellen können in vielen Bereichen. Das wird wahrscheinlich auch im Eishockey gelingen.
Ja, der Stellenwert in China in der Tat, der geht im Eishockeysport auch langsam, aber sicher natürlich nach oben. Im Moment ist er natürlich noch nicht vergleichbar mit jenem in Europa oder in Nordamerika, keine Frage, aber dennoch geht es bergauf langsam. Was traust du den Chinesen zu und wer sind denn für dich die Favoriten? Also was in China passiert, das verfolge ich insofern recht interessiert, weil ein alter Freund von mir, der Doug Lynch, ein ehemaliger Spieler, der auch bei Red Bull Salzburg in der gleichen Mannschaft gespielt hat, der hat sehr viel Hockey-Business mit Eishockey-Schulen in China aufgebaut und die sind wirklich sehr interessiert zu lernen und Experten ins Land zu holen. Das ist eine. Was das olympische Turnier betrifft, kann man sich von China, ja, da kannst du eine Münze werfen, was passiert. Favoriten sind sie auf alle Fälle keine. Aber sie haben die Unterstützung vom ganzen Land und werden versuchen, ihr Gesicht zu wahren und mit Stolz und vollem Einsatz gute Leistungen zu bringen. Eishockey spielen können die Spieler in der Mannschaft auf alle Fälle. Was Favoriten im Turnier angeht, sind es natürlich die üblichen Verdächtigen. Kanada, Schweden, Russland, Tschechien, Finnland. Das sind die großen Mannschaften, die USA natürlich. Wer es genau machen wird, das hat sehr viel mit Momentum zu tun, mit Tagesform, mit Verletzungen, Corona wird eine Rolle spielen, da mag ich keine Prognose abgeben. Ich hoffe einfach nur auf ein Turnier auf höchstem sportlichen Niveau mit engen Entscheidungen und einer Mannschaft oder zwei Mannschaften, so wie es Deutschland vorgezeigt hat, die wirklich über sich hinauswachsen. Ja, Corona-Fälle hat es tatsächlich schon gegeben und zwar bei den Russen, bei den Tschechen ist sogar Kapitän David Krejci positiv getestet worden. Dennoch hoffen wir natürlich, dass Corona nicht allzu sehr das Eishockey-Turnier beeinflussen wird. Dieter Kalt, ich sage danke und schöne Grüße nach Klagenfurt. Liebe Grüße nach Wien, danke.